Hi, ich bin Konstantin und einer der beiden Gründer von Blinkit. Während ich dieses Video gerade aufnehme, ist es Dezember 2020. Und wie sich bei dir wahrscheinlich auch rumgesprochen hat, befinden wir uns gerade ziemlich in der zweiten Welle dieser Corona-Covid-Pandemie in Deutschland. Zumindest sieht es aktuell so aus, dass wir am Scheitelpunkt sind der zweiten Welle. Ob das wirklich so bleibt, schlimmer oder besser wird, ich kann es aktuell nicht sagen. Du weißt es vielleicht schon mehr, weil du mehr Zeit hattest, eben zu gucken, welche Daten es sind. Mitte des Jahres wurde ich schon einmal von meinem Team gefragt, erzähl doch mal, was hat sich so verändert jetzt in der Arbeit bei Blinkit? Und genau das Gleiche wurde ich jetzt nochmal gefragt, jetzt quasi 9 Monate, nachdem wir alle ins Homeoffice gegangen sind. Und genau auf die Reise nehme ich dich mit. Ich führe dich gleich hier durch 5 Fragen mal durch, die mir gegeben worden sind und beantworte die auf dem Weg. So, ich fange einfach mal an. Ich habe meine Aufzeichnung hier unten. Frage Nummer 1. Welche Änderungen gibt es seit Corona in der Arbeit bei Blinkit? Okay, 2 Änderungen in meinen Augen sind wesentlich. Änderung Nummer 1, ich habe es eben schon gesagt, wir sind alle im Homeoffice. Jeder kann so viel im Homeoffice arbeiten, wie er möchte, sofern nicht etwas wirklich Dringliches dagegen spricht. Ich zum Beispiel bin auch gerade eher zufällig hier im Office. Also hinter mir ist ja offensichtlich auch ziemlich leer. Ich musste ein paar Belege abheften und das kann ich natürlich nur hier machen. Also für mich ist es, ich bin ungefähr alle 2 Wochen da. Meistens sind hier im Büro so 1, 2, 3 Leute am Tag, mehr aber auch nicht. Eben aus diversen Gründen, weil sie sagen, okay, heute ist mir wichtig genug zu kommen. Aber wie gesagt, sie dürfen sich selber einteilen und können zu Hause bleiben. Wir nehmen das sehr ernst, eben Kontakte zu reduzieren und möglichst zu vermeiden. Die 2. Sache, die ich mir hierzu noch aufgeschrieben hatte, als ich die Frage gesehen habe, ist, wir haben einen Videokonferenzraum eingerichtet. Also früher haben wir es schon sehr gut hinbekommen, komplett digital zu arbeiten. Und wir haben es sehr gut hinbekommen, im Meetingraum analog miteinander zu arbeiten. Wo wir echt nicht gut waren, war Blended Meetings. Also obwohl wir ja sehr für Blended Learning stehen, also für das Lernen halb digital, halb vor Ort, haben wir das in Meetings nicht so gut hinbekommen. Und mit unserem Videokonferenzraum geht das jetzt super gut. Es kommt ganz häufig vor, dass wenn ein Meeting meinetwegen 5 Leute hat, 2 oder 3 sitzen auch mal im Büro, vielleicht auch alle digital, und die andere Hälfte sitzt eben zu Hause. Was vorher Pain war, geht jetzt wirklich mit so einem Videokonferenzraum super gut. Kann ich empfehlen, auch dir, wenn du in vielen Teams arbeitest, vielleicht mal über sowas nachzudenken, wenn die Hybride sind. Also, aber das hat bei uns sehr gut funktioniert und ist jetzt ein neuer Teil der Arbeit. Kommen wir zur zweiten Frage. So. Welche Neuerungen im Team haben sich besonders sinnvoll herausgestellt und welche eher weniger? Weil ich eben schon bei dem Videokonferenzraum war, was richtig top war, manche unserer Meetings, die wir vorher analog gemacht haben, sind digital viel besser geworden. Zum Beispiel gibt es ein Format, eine Retrospektive, wo wir einfach teilen, wie ist ein Projekt gelaufen, was haben wir daraus gelernt. Und digital ist ziemlich cool, dass wir alle gleichzeitig tippen können, in einem Dokument unsere Cursor sehen und dann genau wissen, wer tippt was wo. Und wir können mitprotokollieren, gemeinsam, was passiert. Und diese Arbeit ist total genial. Ich vermute, selbst wenn wir alle im Office wären, würden wir wahrscheinlich heutzutage alle mit dem Laptop vor uns auch sitzen, können dann zwar miteinander reden, aber auch tippen, geht aber auch digital. Also das ist top. Manche Formate sind digital viel besser, als sie es analog in meinen Augen waren. Jetzt, was war vielleicht auch nicht so gut? Da kann ich jetzt gar nichts so Spezifisches nennen. Der Grund ist, wir haben diese Dinge dann auch gar nicht so lange laufen lassen. Also wir sind eine sehr lernintensive Firma, würde ich sagen. Also jeder im Team versucht sich permanent zu verbessern. Und manche Dinge, die wir ausprobiert haben, schaffen wir wieder ab. Ein Beispiel. Wir hatten für den informellen Austausch Coffee Dates eingeführt. Da haben wir jede Woche alle Mitarbeiter miteinander gewürfelt, die dann eine halbe Stunde miteinander halt Kaffee trinken, Kekse essen oder Mittagessen, um so im Austausch zu bleiben. Das Format hat schon einige Vorzüge, aber nicht ausreichend viele, dass wir es verpflichtend für alle weitermachen. Man kann sich da jetzt eintragen oder eben austragen. Das würde ich schon eher dann fast auf die hat nicht so gut funktioniert Liste setzen, aber gelernt haben wir auf jeden Fall was. Insofern, echte Flops gibt's nicht, aber eben manche Dinge, die wir abgebrochen haben. 3. Frage. Was fehlt möglicherweise im Homeoffice verglichen mit der Arbeit im Büro? Okay, dafür habe ich 2 Aspekte. Der eine Aspekt ist, Homeoffice ist sehr häufig, nicht immer, nicht so gut eingerichtet wie das Büro.
Hier im Büro haben wir voll ausgestattete Tische, höhenverstellbar, gute Stühle, wir haben riesige Bildschirme. Die Technik funktioniert hier auch einfach, das Internet ist schnell, was auch nicht immer in jeder Privatwohnung so gegeben ist. Das heißt, die technische Ausstattung ist hier natürlich bombastisch. Manche kriegen das genauso gut hin in ihren eigenen Wohnungen. Bei manchen fehlt auch zum Teil der extra Raum. Bei mir ist das zum Beispiel so. Meine aktuelle Wohnung, und wenn das so weitergeht, werde ich auch irgendwann umziehen müssen, hat einfach einen Raum zu wenig. Ich habe kein richtiges Büro und bin dann immer irgendwo so zwischen Küche, Wohnzimmer, stell mich mal hin. Es ist technisch nicht so gut. Eine Sache noch am Rande, um das natürlich ein bisschen zu lindern, diesen Schmerz, haben wir dieses Jahr aber auch einen Corona-Bonus oder einen Corona-Zuschuss den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Die konnten also ihre Homeoffices jetzt aufrüsten, damit die Arbeit zu Hause auch besser funktioniert. Dennoch gibt es bei manchen eben noch die Gap, bei manchen auch nicht mehr. Das ist so der eine Faktor. Der andere Faktor ist, informelle Treffen fehlen. Also wenn ich halt den ganzen Tag im Homeoffice bin und mich in eine Videokonferenz einschalte, Meeting vorbei, Videokonferenz aus, bam. Mittagessen mit meiner Familie oder alleine, nicht mit den Leuten im Büro. Informeller Austausch, der ist einfach im Homeoffice nicht so gegeben, wie er vor Ort wäre. Ob das immer tragisch ist? Ich denke nicht. Ein paar Mal sollte es schon sein, also der ganz radikale nur im Homeoffice arbeiten Ansatz halte ich nicht für den besten. Manchmal macht es die Meetings aber auch sachlicher, dass wir einfach, weil wir nicht so viel mitnehmen, auf einer sachlicheren Ebene bleiben. Die Frage war ja letztlich nur, was die Änderung, nicht ob es besser oder schlechter ist. Aber das sind die zwei wesentlichen Dinge, die Ausstattung und eben diesen informellen Austausch, den man miteinander hat. Kommen wir zur vierten Frage. Wie hat sich die Stimmung im Team verändert? Also in meinen Augen ist die Stimmung Stand heute richtig gut. Das war nicht auf dem gesamten Weg so. Also was belastend war es zum Beispiel, manche Mitarbeiter haben die Trennung nicht richtig gefunden, auch ich eingeschlossen, zwischen dann eben Arbeit und Privatleben. Wenn der Laptop halt im Zweifel im gleichen Raum wie das Bett steht, kriege ich die Trennung nicht so gut hin, wie wenn ich zum Beispiel pendel. Und das sind Dinge, die die Stimmung dann halt im Zweifel gedrückt haben. Wir haben alle damit gelernt, umzugehen und deswegen sage ich, ist die Stimmung wieder gut. So viel zu unserem Firmenanteil. Dass natürlich Corona etwas aufs Gemüt drückt, dass man seine Freunde nicht treffen kann, das ist nun mal so, aber ich würde es wirklich als grundsolide, tendenziell gut eben wahrnehmen bei uns in der Firma und da bin ich auch wirklich super dankbar für, um ehrlich zu sein. Okay, kommen wir zur fünften Frage, die da ist, ein Ausblick in zwei Szenarien. So, was würde sich an der Arbeitssituation in 6 Monaten verändern, wenn sich an der Lage der Pandemie nichts verändert? Darauf ist meine Antwort sehr kurz. Es wird wahrscheinlich genauso weitergehen wie jetzt. Unsere Mitarbeiter können frei entscheiden, ist es wirklich notwendig, dass ich da bin oder nicht? Bleiben die restliche Zeit im Homeoffice? Ich würde sagen, sogar seit 2-3 Monaten haben wir so eine gewisse Parität gefunden mit der Situation. Und ob die jetzt noch ein paar Monate weitergeht oder eben nicht, dann ist das halt so. Ich sage nicht, das ist schön, aber es geht einfach weiter, wie es war. Was wäre jetzt, wenn 0 Ansteckungsgefahr mehr herrscht und alles ist wie früher? Okay, ich lasse mich auf das Gedankenexperiment ein. Ob es wirklich genauso wird wie früher, schauen wir mal. Aber angenommen, es gäbe keine Ansteckungsgefahr. Ich glaube, dass sich unsere Arbeit miteinander schon leicht verändert. Also Homeoffice könnte etwas lockerer sein als zuvor. Früher haben wir einen Tag pro Woche erlaubt und ansonsten im Office. Ich könnte mir vorstellen, dass das lockerer wird, dass zum Beispiel auch diese hybriden Meetings jetzt mehr Akzeptanz haben, als es früher der Fall war, bevor wir genötigt waren, das wirklich einzuführen. Und dass manche Dinge, die wir jetzt vor allem lernen, auch weiter beibehalten werden. Wie ich ja vorhin schon einmal sagte, oder bei der früheren Frage, dass manche Meetingformate digital besser funktionieren. Das wird abfärben auf unsere Arbeit. Ansonsten wird sich aber tatsächlich für uns bei Blinkit gar nicht so viel ändern, weil wir schon immer Laptops hatten. Alle Tische sind gleich eingerichtet. Ich kann mich setzen, wo auch immer ich will, mache meinen USB-C-Steckplatz rein. Insofern, ob ich jetzt hier arbeite oder zu Hause, geht beides. Das waren die 5 Fragen, die mir gestellt worden sind. Damit komme ich jetzt auch zum Ende eben von meinem Video.
Wenn dich irgendetwas noch in Tiefe interessiert oder du sagst, okay, irgendwas hat der Konstantin jetzt eben noch nicht erklärt, was mir auf den Nägeln brennt, schreib einfach einen Kommentar zum Beispiel unter dem Video oder schreibe uns. Ich antworte gerne, wenn ich sehe. Und damit wünsche ich dir noch eine gute Zeit und dass du gesund bleibst und gut durch diese schwierige Pandemie halt durchkommst. So gut wie möglich. Viel Erfolg.